So, Leute, willkommen zurück zu Pokémon Smaragd, der Wedlock Challenge. Bevor ich irgendwas mache, hole ich mir erstmal Pokebälle bzw. Superbälle, da ich sehr wenige habe und ansonsten keine Pokémon mehr fangen kann. Wer hätte es anders gedacht, ich kaufe mir nur jetzt 12, weil ich dann eher auf die Hyperbälle umsteigen will und jetzt auch nicht so die Moneten locker habe, sagen wir es mal so. Gut, Route 111 habe ich mir wegen Myrim verscherzt. Danke Myrim, du hast das super gemacht. Ich bin sehr stolz auf dich und dafür schmeiße ich dich aus dem Team. Nee, natürlich nicht. Aber das reimt sich. Myrim, ich schmeiße dich aus dem Team. Ja, wollte ich jetzt nur mal sagen. Hier haben wir schon Pokémon. Was müssen wir denn jetzt machen? Den unten haben wir nicht besiegt, oder? Die oben haben wir besiegt. Kämpfen wir mal wieder ein bisschen mit hier Chris und Sandra. Sandra Bullock. Gut, Chris. Zeig, was du drauf hast, mein Junge, sondern Minium. Minium. Zeig, was du drauf hast. Falls wir ein Pokémon in diesem Part fangen sollten, muss ich dann ganz kurz das Tab wechseln, weil ich habe so ein Editor-Dokument offen. In diesem Editor-Dokument sind die Namen, beziehungsweise ist die Liste auf... Ja, stimmt, ist ja undicht. Ist die Liste mit den Pokémon, beziehungsweise mit den Leuten, nach denen ich die Pokémon benennen werde. Aber aus irgendeinem Grund ist da alles nur weiß. Ich weiß nicht wieso. Irgendwie läuft dann was nicht so ganz richtig. Aber gut, das sollte kein Problem sein. Falls wir in diesem Part kein Pokémon fangen, muss ich das Tab sowieso nicht öffnen. Also es würde für euch sowieso nur bedeuten, dass ihr ganz kurz den Ingame-Sound nicht hört und dann vielleicht, wenn ich wieder reintabbe, den Mauszeiger ganz kurz seht. Das kann ich notfalls auch rausschneiden. Also so ist es ja nicht. Ich merke gerade, dass ich doch lieber Gaia an erster Stelle hätte. Denn so Wanderer, die mache ich lieber mit Gaia fertig als mit Chrissy Boy. So, und ich muss sagen, ich finde an Gaia finde ich richtig cool, dass er Mogelhieb drauf hat. Weil ich finde Mogelhieb einfach eine richtig coole Attacke, weißt du? Mogelhieb machst du außer bei Geist-Pokémon, na gut, bei Gesteins-Pokémon machst du jetzt auch nicht so viel Schaden. Aber du machst immer einfach freien Schaden, sage ich jetzt einfach mal, wenn du reingewechselt wirst. Und das ist eigentlich richtig cool. Das ist zwar nicht viel, aber es ist immerhin etwas, wenn ihr versteht, was ich meine. So. Ja, ihr versteht schon, was ich meine. Komm, ein bisschen Vorsprung kann man ruhig machen. Immerhin hat er, wie ich das jetzt so sehe, lediglich 3 Kleinsteine. Und die jucken uns jetzt nicht so die Bohne. Gut, wir haben ein männliches Kamauk gefangen, oder? Ja. Das heißt, jetzt ist es als nächstes egal, ob wir ein Männlein oder Weiblein fangen. Und ich weiß, dass ich hier dann demnächst auch gleich wieder ein Pokémon schon fangen werde. So, da hätten wir ja schon Kamaup. Seht ihr immerhin ein Drittel von Kamaups Leben. Also, wenn das nicht schlecht ist, dann weiß ich auch nicht. Also, wenn das nicht schlecht ist. Wenn ich verstehe, was ich meine. Also, habe ich es jetzt richtig gesagt? Egal. Egalissimo. So, feuriger Pfad. Welches Pokémon begegnet uns? Hoffentlich kein Kamaup. Mashallah, ja. Nehmen wir, meine lieben Freunde. Wenn wir es dann fangen können. So, Mogelhieb sollte es auf jeden Fall aushalten. Zack, die Zuck. Ja, locker vom Hocker. Unser Trümmer eingehaucht. Ja, locker vom Hocker. Ich könnte zwar noch mehr schwächen, aber lassen wir das mal gut sein. Ist schon gut so. Sollte eigentlich reichen, um es fangen zu können, oder? Uno, Duos, Tres, Quattro, Cinque, Sei, Sette, Otto, Novo und so weiter und so fort. So, jetzt wechsle ich nur ganz kurz das Tab, zack. So, habt ihr den Mauszeiger gesehen? Ich hoffe nicht. So, denn dieses Mashallah wird jetzt nämlich nach einem zum Glück steht das hier, sonst hätte ich es gar nicht mehr gewusst. Der liebe, gute Herr Gremlin. Ein Mascholo.
dass der Gremlin heißt und auf YouTube heißt er auch der Gremlin, weil dann Gremlin halt ist. Ey, ich weiß nicht, jetzt wo ich sehe, wäre mir Smogon lieber gewesen. Bei Smogon kann man glaube ich auch seltener fangen als Maholo oder Marsholo, wie auch immer man will. Route 112 haben wir schon, also die Route können wir nichts mehr fangen. Nur damit ihr es wisst schon mal, also damit ihr euch nicht fragt, wieso ich hier keine Pokémon fangen werde, weil wir haben hier schon Pokémon. Ja. Komm schon! Mach's kaputt! Bam, sehr gut. Okay, Roselia, da setzen wir Virgilia ein. Roselia, Virgilia. Komm schon, One-Hit-Kill, das schaffst du. Yes! Mit einem Volltreffer, aber ja, naja. Egal. Ach ja, übrigens, es ist so folgendermaßen. Ich habe ja jetzt Pokémon auf der Box. Und wenn irgendwie so, nehmen wir jetzt mal an, Gaia geht drauf, dann haben wir auf der Box noch, ich glaube, zwei Pärchen, ja, und den lieben Gremlin, der ja männlich ist. Dann in diesem Fall würde ich den Gremlin von der Box nehmen und ihn als nächsten Partner für, aber jetzt nochmal der Partner von Gaia, Virgilia, als nächsten Partner für Virgilia nehmen. Falls wir aber nur Pärchen auf der Box haben, ist es glaube ich in den Originalregeln von Maryland so, dass man einfach ein männliches Pokémon dann von der Box nehmen kann. Ich werde es aber so nicht machen, weil ich finde, die Pokémon, die auf der Box sind, sind auch schon Paare. Auch wenn sie auf der Box sind, aber wir wollen nicht irgendwie, dass sich ein Paar für das andere trennt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also hier geht bei uns keiner fremd. Nee, so ist das nicht. Nur Verwitwete bekommen neue Partner. Verwitwete meine ich natürlich. Also ich hoffe, ihr habt es verstanden. Sollte jetzt nicht so schwer zu verstehen sein. Wenn wir nur Pärchen auf der Box haben, dann fangen wir uns für den Verwitweten neuen Partner. Und falls wir auf der Box ein passendes Pokémon haben, also ein Pokémon, was dem anderen Geschlecht angehört, was noch keinen Partner hat, dann nehmen wir das ins Team. Versteht ihr, was ich meine? Sollte schon verständlich sein, weil so schwer ist das halt nicht zu verstehen. Deswegen sollte es auch verständlich sein, wie der Name verständlicherweise ausdrücken will. Zu verstehen geben will. Ha! Jetzt habe ich es noch ein bisschen konfusierter gebracht. Weißnebel brauchen wir nicht. Auch wenn du... Wenn Weißnebel passt einfach zu Wingull. Passt einfach zu Wingull, finde ich. Weil es halt so ein Möwen-Pokémon ist. Möwenwalder Mühlenfest. Höre Waschaba. Habadascha. Hadada. Ich glaube nur Scheiße. Egal. Egil Ali. So. Route 111. Hier haben wir uns auch. Ach, stimmt. Da hat es Mayrim schon verspaßt mit dem. Was war das nochmal? Kleinstein, genau. Sie war einfach zu. Oh, mein liebes Gottchen. Schnell wechseln. Uiuiuiui. Das hätte auch ins Auge gehen können, meine lieben, sehr geehrten Comics fertig, Freunde und Freundinnen. Komm schon, mach's da. Oh, Sandra, gut, okay. Jetzt wieder ein bisschen ruhiger angehen lassen. Makuhita. Gut, da setzen wir auf jeden Fall Chris ein, denn wenn Sandra von irgendwie von so einem Überwurf getroffen wird, dann wird sie ja förmlich überrumpelt. Der war nicht gut. Ich weiß, aber egal. Ich setze einfach mal Biss ein. Yay! Seht ihr? Überwurf. Ich sag's doch. So, ich will nur mal was kurz schauen. Zwar. Ja. Okay. Das war völlig schwachsinnig. Ich wollte nämlich schauen. Ich weiß nicht. Also, ich glaube, ich kann meinen Gedankengang nicht nachvollziehen. Ich wollte nämlich einfach schauen, ob es flincht. Aber das ist, wie ihr euch vielleicht denken könnt, völlig schwachsinnig, weil natürlich könnte es flinchen, aber mit einem weiteren Tackle hätte ich es einfach besiegt. Also, ja, tut mir leid, ich weiß manchmal selbst nicht, was in mir vorgeht. Also, ja, tut mir leid. Tut mir leid. Zum Glück schlägt Weimar zurück, weil es hätte ja theoretisch sein können, dass Walzer drauf hat.
und ich habe gerade keinen Bock auf Walzer. Ich hätte lieber Samba. Samba. Samba, ba, 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 ba. Ich kann nicht singen, ich weiß. Und ich kann auch nicht tanzen, ich weiß. Aber ich habe noch nie tanzen. Hä? Übrigens, in diesem einen Part, wo ich Walter besiegt habe, habt ihr irgendwas von Freundentanz gesagt? Habe ich gesagt, wenn ich gewinne, mache ich einen Freundentanz oder wie? Habe ich nicht ganz verstanden, ihr habt das da irgendwas kommentiert, aber ich habe nicht verstanden, wieso ich einen Freundentanz machen soll. Weil manchmal, ist einfach so, ich labe so viel in einem Part, dann weiß ich manchmal nicht, was ich in diesem Part gerade gesagt habe. Und wenn ihr irgendwie auf irgendeine meiner 1000 Fragen antwortet und ihr sagt zum Beispiel nur ja oder nein, dann weiß ich teilweise nicht, um was es geht. Also verzeiht mir das bitte. Verzeiht mir das bitte, meine lieben Freunde. Er hat uns gerade Geheimpower gegeben, damit können wir uns unsere eigenen Basen schaffen. Also nicht irgendwie Base im Sinn von das Kontrum von Kontrum. Das Gegenteil von Alter, von Säure, genau. Sondern Base im Sinn von eine Basis. Also nicht eine Basis im Sinne von finde deine Basis, so sammle dich mehr oder weniger. Sondern Hotel der alten Dame. Kennt ihr das Buch Der Besuch der alten Dame von Friedrich Dürrenmatt? Ey, das. Ich wette mit euch. Ich sag jetzt mal, ich wette mit euch, mindestens 5 Leute kennen das. Mindestens 5 Leute kennen das, haben das entweder in der Schule gelesen oder so, weil ihr kennt es bestimmt, Der Besuch der alten Dame. Und wenn ihr es nicht kennt, dann kennt ihr Romulus der Große. Eins der beiden kennt ihr auf jeden Fall. Das weiß ich. Oder ihr lest einfach nie. Nee, aber ich sag jetzt, ich gehe mit mir selbst eine Wette ein, mindestens 5 Leute kennen von Friedrich Dürrenmatt, Der Besuch der alten Dame. Und seid ehrlich, lügt mich nicht an, sagt mir nicht, ich kenn's nicht, obwohl ihr es kennt. Und kennen impliziert nicht, dass ihr es gelesen habt. Kennen sagt nur aus, dass ihr es kennt. Aber ich will jetzt auch nicht, dass ihr... Okay, definieren wir den Begriff kennen in diesem Kontext halt. Und zwar will ich ein Kennen, das heißt... Ja, ich kenne das Buch nicht nur vom Hören sagen, sondern ich weiß auch ungefähr, worum es darin geht. Das umschließt jetzt dieses Kennen. Man kann Kennen definieren, wie man will. Bei dieser Frage geht dieses Kennen in die Richtung, A, entweder ich habe das Buch gelesen, B, ich habe, oder nee, vereinfachen wir das einfach. Ich kenne einfach grob den Inhalt des Buches und kenne das Buch nicht nur vom Namen her. So. Ja. Also, sagt mir, ob ihr es kennt oder nicht, oder Romulus der Große. Ja. Das war eigentlich die Frage. Ist ein ganz cooles Buch, finde ich so. Aber Romulus der Große finde ich besser. Wenn ihr beide kennt, welches der Bücher findet ihr besser? Sagt es mir doch einfach. Unten in den Kommentaren. Ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Wieso ich jetzt Chris drin lasse? Ja, keine Ahnung. Ich habe einfach gerade Bock, mit Chris drin zu bleiben. War das ein Fehler? Ich glaube fast sogar, das war ein Fehler. Komm schon, Chris, zeig, was du drauf hast. Naja, ist mir zu risky. Das ist mir zu risky. Du musst dich von einer Frau retten lassen, Chris. Das ist akzeptabel. Ich meine, Frauen sind auch kräftige Männer. Nee, Spaß beiseite. Frauen sind ganz zierliche, schöne Geschöpfe. Ich weiß, ich habe es schon mal gesagt, aber ich finde einfach, es gibt mehr schöne Frauen auf dieser Welt als Männer. Und ja, ich finde durchaus auch Männer schön. Es heißt nicht automatisch, dass ich dem anderen Ufer zugeneigt bin, nur weil ich Männer schön finde. Ich kann genauso gut ein Gemälde schön finden. Das heißt nicht, dass ich unbedingt Sex mit dem Gemälde haben will. Also ihr müsst da ganz klar differenzieren, meine lieben Freunde. Und wir können hier unser nächstes Pokémon fangen. Was ich auf jeden Fall sagen wollte, ist, ich persönlich finde, Pandir, es müsste weiblich sein, oder? Ah, fuck, was war das andere? Es müsste, glaube ich, weiblich sein. Ja, weil Maholo, der Gremlin, ich nenne dich jetzt einfach Gremlin, Gremlin ist männlich, also dürfen wir kein männliches Pandir fangen. Wie schon gesagt, und es gibt, ja, ich finde halt, es gibt schöne Männer, ja, finde ich,
ja. Und bin das deswegen nicht automatisch schwul, aber das Thema hat mich schon mal. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist. Worauf will ich hinaus? Es ist meiner Meinung nach einfach mehr schöne Männer, schöne Frauen gibt als schöne Männer. Ach komm, kein Bock. Wir kämpfen jetzt noch gegen den Trainer da unten und dann beenden wir den Part. So, ja, das war eigentlich die Aussage. Mach irgendwelche Aussagen und ich finde einfach. Das Ende der Aussage nicht. Also, ich weiß nicht, will ich jetzt die Aussage einfach so im Raum stehen lassen oder will ich die Aussage dann irgendwie noch näher beschreiben und irgendwie näher darauf eingehen? Das ist teilweise ein ziemlich hochphilosophisches Thema, mit dem ich mich jeden Tag konfrontiert sehe. Also, ich könnte theoretisch ein Buch darüber schreiben. Und ohne Witz, es gab schon Zuschauer, die mich gebeten haben, ein Buch zu schreiben. Ohne Witz. Es war nicht nur einer und zwei, es waren jetzt auch nicht 100, aber so eine Handvoll hat mich schon gefragt, ob ich ein Buch schreiben will. Und sie würden sich das Buch auch kaufen. Nur das Ding ist, ich kann leider nicht schreiben. Sorry, aber es ist so. Ich gehe offscreen ganz kurz Popenhain im Besuch der alten Dame. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier an dieser Stelle mit geheilten Pokémon. Ihr sagt mir, ob ihr den Besuch der alten Dame kennt oder Romulus der Große. So, das war's mit diesem Part. Ich hoffe, ihr habt euch gefallen. Bis zum nächsten Part, meine lieben Freunde. Man sieht sich, schönen Tag noch und tschüss.